Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, weil bei mir morgen ist. Bei euch ist es vielleicht nicht morgens. Wir fahren gerade zum DM. Wir haben heute Morgen schön gefrühstückt. Die Nacht war eigentlich ganz gut. Die kleine Maus ist morgens im Bett nochmal eingeschlafen, war so eine Stunde wach von 6 bis 7 und dann ist sie eingeschlafen nochmal bis 10. Und da sind wir gerade mit drin im Bett liegen geblieben. Das war echt Luxus. Jetzt haben wir uns gerichtet und fahren in den DM. Das ist in einem nächsten Ort. Leider haben wir bei uns keinen DM. Und wenn sie mitmacht, dann fahren wir danach noch unseren Wocheneinkauf machen. Ich habe gerade mit meinem Mann den Plan besprochen, den Essensplan und die Einkaufsliste zu Hause geschrieben. Wir machen das so ein bisschen mit Hilfe des Thermomixes. Da gibt es ja so einen Wochenplaner. Und ich habe nicht nur Thermomix-Gerichte, ich habe auch einige Gerichte, die ohne Thermomix gemacht werden. Oh je, hast du die Fernbedienung verloren? Garagenfernbedienung, ne? Die beruhigt alles. Jetzt kommt ein Kreisverkehr, ich muss euch kurz festhalten. Genau, also den Wochenplan habe ich gemacht. Ich habe eigentlich alles da für den Wocheneinkauf, aber die kleine Maus muss natürlich Lust dazu haben. Jetzt schauen wir mal, wie es im DM läuft und wenn sie da gut drauf ist, dann mache ich noch den Wocheneinkauf und melde mich dann wieder. Entweder filme ich ein bisschen beim Einkaufen, kommt ein bisschen drauf an, wie viel los ist, oder dann wieder zu Hause und dann zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Deshalb bleibt einfach dran. Ganz viel Spaß beim Video. Ciao! So, ich probiere mich jetzt extrem zu beeilen, trotzdem versucht entspannt zu bleiben, weil die kleine Maus nicht mehr so viel Lust hat. Aber sie ist jetzt noch nicht am Schreien, ich merke nur, dass sie so langsam müde wird, sich die Augen reibt. Ich versuche jetzt noch schnell in den Lidl zu fahren und schaue dann einfach dort, ob ich nur jetzt was fürs Mittagessen mitnehme oder ob ich den ganzen Einkauf mache. Wir waren jetzt noch schnell im Zooladen und haben für unsere Mia noch Futter geholt und Leckerlis und Knochen. Knochen kriegt sie ab und zu mal, wenn sie mal ein bisschen länger alleine bleiben muss, 2-3 Stunden oder so. Und Leckerlis, um wieder ein bisschen mit ihr zu trainieren, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, seit Leana da ist, hat unsere Mia ja, so ein paar kleine Macken bekommen, wo garantiert wir dran schuld sind. Dass sie zum Beispiel ein bisschen so eine Leinenaggressivität entwickelt hat. Also wenn sie an der Leine ist, bellt sie alle anderen Hunde an. Ich denke, das ist irgendwie ein Beschützerinstinkt oder so, den sie jetzt hat, weil sie wahrscheinlich denkt, sie müsste Liana beschützen. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen trainieren und deswegen habe ich Leckerlis mitgenommen. Und ja, dass wir das einfach wieder ein bisschen besser hinkriegen. Wir haben wirklich versucht, dass das alles so bleibt, wie es war, dass Mia trotzdem noch genug Aufmerksamkeit bekommt, aber auch wenn man das will, es wird wohl oder übel passieren, dass natürlich der Hund merkt, da ist jetzt jemand, der noch vor mir steht, was ja auch gut ist, also der Hund soll sich ja auch rangmäßig einordnen, aber wir versuchen dann natürlich trotzdem, dass auch unser Hund sich weiterhin wohlfühlt. Naja, nur so kurz zwischendurch. Jetzt fahre ich zum Lidl und melde mich dann wieder. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt wird es höchste Eisenbahn, dass wir nach Hause kommen, weil das kleine Baby hat keine Lust mehr, obwohl ich wirklich sagen muss, sie hat super, super mitgemacht. Also ich habe jetzt doch den kompletten Großeinkauf gemacht. Ja, ne? Und jetzt muss die Mama natürlich in Kauf nehmen, dass das Baby quengelig ist, aber die Mama ist selber schuld. Es war keine gute Zeit loszufahren. Aber wir haben alles geschafft. Jetzt fahren wir nach Hause und dann zeige ich euch zu Hause den Einkauf. Bis gleich. Ich bin zu Hause angekommen, mache einen ganz schnellen Food Haul, DM Haul und Zoo Haul. Mein Mann ist nämlich am Trainieren und der muss weiter trainieren, dass ich die Kleinen ihm gleich abnehme. Ich zeige euch schnell, was ich im DM mitgenommen habe. Einmal Wickelunterlagen, einmal eine lange Bürste, um Flaschen zu säubern, zweimal Allzwecktücher,
Einmal wahre Schätze Spülung. Ich wurde angefixt von It's Mommy Ellie. Sie kauft das immer und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und ich wurde nochmal angefixt von Mami Seelen. Die schwört nämlich auf das Sebamed Anti-Schuppen-Shampoo. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und die Spülung von wahre Schätze. Hanfmilch ist das, sanfte Hanfmilch. Hafer, nicht Hanf. Hafermilch. Dann habe ich meinem Mann einen Rexona Maximum Protection mitgebracht. Den Fenchel Anis Kümmeltee, also mein Stilltee, habe ich schon mal erzählt. Das ist genau das, was im Stilltee drin ist, nur ist es günstiger. Deswegen Fenchel Anis Kümmel. Trinke ich regelmäßig jeden Tag. Mein Mann trinkt Earl Grey. Dann habe ich noch WC-Steine mitgebracht, Nachfüllpacks, einmal Tempos, einmal von Veleda Wind- und Wetterbalsam. Ich wollte sie eigentlich nicht eincremen, aber mir wurde dann geraten, dass ich es machen soll. Jetzt probiere ich es mal. Das gab es von DM dazu, 6 Rezeptideen zum Fest. Einmal Mandel-Nuss-Tofu, einmal die Gallseife in Sprühform, ist super, um Flecken rauszubekommen, auch Kackerflecken in den Stoffwindeln. Dann hat die kleine Maus heute Morgen ihren zweiten Zahn bekommen, er ist durchgebrochen und da habe ich jetzt die Mundpflege-Fingerling mitgenommen, weil da steht für eine sanfte Reinigung von Zahnfleisch, Zunge und den ersten Zähnchen. Deswegen habe ich das mal probiert. Und nochmal ein Klostein. Dann nehme ich ja immer Fruchtmus mit, nicht aus der Kinderabteilung, sondern einfach das 100%, einmal Apfelmus, 100% Apfel, einmal Apfelmark mit Banane, 100% Frucht, Quitte, Birne, Fruchtmark 100% und Apfelmark mit Birne auch 100%. Das isst die kleine Maus total gerne und klappt super. Weiter geht's, ihr Lieben. Ich nehme euch mal kurz in die Hand. Ich habe ja noch gar nicht fertig, DM. Wir haben immer noch das Windelproblem, dass uns viele Windeln auslaufen. Ich wollte jetzt mal diese Windelslips ausprobieren. Wurde mir auch empfohlen, dass das schneller geht, wenn die Babys sich immer drehen, die anzuziehen. Also wir wickeln ja mit Stoff, das wisst ihr ja, aber wir haben noch nicht so viel Stoff und zwischendurch, wenn dann die Waschmaschine belegt ist, kann es schon mal vorkommen. Deswegen habe ich immer Wegwerfwindeln auf Vorrat da. Und da wollte ich jetzt mal die Windelslips ausprobieren. Und dann haben wir noch einmal Pampers mitgenommen, wobei ich ja eigentlich kein so Pampers-Fan mehr war. Aber ich wollte es einfach ausprobieren, weil ja, uns die Wegwerfwindeln auslaufen. Dann habe ich noch einmal Küchentücher mitgenommen vom DM. Und das war DM-Haul. Dann kommen wir zum Zoo-Haul. Ich weiß nicht, ob das viele interessiert. Aber ich zeige es euch trotzdem. Für unseren Hund haben wir immer diese Marke. Diese Marke heißt, glaube ich, Wolfsblut. Heißt das so? Heißt Pure Instinct, heißt die Marke. Pure Instinct, Hühnerfleisch und Lamm. Das ist Trockenfutter, das füttern wir unserem Hund. Dann habe ich ihr noch so Leckerlis mitgenommen, eben zum Trainieren. Und dann waren zweimal Schinkenknochen im Angebot. Die kriegt sie dann eben, wenn sie länger mal alleine ist. So, jetzt, ihr Lieben, drehe ich euch um für den Food Haul. Ich habe jetzt einfach mal alles auf den Boden gelegt. Ich glaube, dann geht es schneller. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr jetzt so einen ewigen Food Haul habt. Ich wollte euch kurz zeigen, ich mache einen Wochenplaner, mache ich immer mit dem Thermomix. Ich mache aber nicht nur Thermomix-Gerichte. Wollte euch aber kurz einfach zeigen, was es diese Woche gibt und dann einfach, ja, dazu der Food Haul. Ich habe einmal Sellerie-Möhren-Bratlinge rausgesucht, das ist für die kleine Maus. Dann gibt es Asiagemüse, das machen wir im Wok. Kürbissuppe, Zwiebelsuppe, Käsefondue, frische Tomatenpasta, Rindergulasch mit Semmelknödel und Zucchini Mac and Cheese. Das ist unser Wochenplan und dazu habe ich jetzt eingekauft. Unser Einkauf hat 116,73 € gekostet, ist aber für die ganze Woche und meistens reicht es uns sogar noch länger. Ich fange mit dem Ungesunden an. Zweimal Pudding, einmal Schoko, einmal Vanille, einmal Vollmilch, Biscuits, Biscino, zweimal die Rittersport Vollnuss, die Lieblingsschokolade von meinem Mann, einmal Ballisto und einmal kleine Snickers.
So, das ist das Ungesunde, das muss reichen für die ganze Woche. Dann kommen wir zum Gesunden. Einmal Möhren. Ich probiere immer Bio zu bekommen, leider ist aber nicht alles Bio. Die Kleine bekommt nämlich nur Bio. Also Bio-Möhren, zweimal Kartoffeln, einen Salat, zweimal Bio-Tomaten, Champignons, Cherry-Tomaten, Süßkartoffeln, auch Bio, da habe ich mich sehr gefreut, dass es das gab. Suppengrün, 4 Zucchini, einen Spitzkohl, normale Bohnen, zweimal Paprika, einmal Petersilie, dann diese Blattenbohnen, Schnittlauch, Chicorée, Brokkoli, habe ich euch die schon gezeigt, zweimal Gurken, zweimal Kürbis für die Kürbissuppe. Dann habe ich zweimal 4 Äpfel mitgenommen für die Kleine und für den Apfelkuchen. Dann, der da schmeckt super lecker, Bio-Apfel direkt gepresst, naturtrüb, einmal den Saft, eine Vollmilch für mich und meinen Mann, ein Mandeltrink für die kleine Maus, wenn ich irgendwas backe oder koche. Dann habe ich 4 Hefewürfel mitgenommen, auch zum Backen. Ich mache sehr gerne Hefezopf oder auch Brot. Weizenmehl Typ 550, Olivenöl, zweimal Eier, einmal Senf-Ketchup war aus, einmal Cornichons, zweimal Schlagsahne, Parmigiano Reggiano heißt der, war ein Angebot von Deluxe. Dann Käsefondue, machen wir ein Frischkäsefondue. Dazu brauche ich 650 Gramm Frischkäse, habe ich jetzt mal den günstigen und Preso mitgenommen. Dann war Kerrygold-Butter, ungesalzen, im Angebot, habe ich 2 mitgenommen. Meine Lieblingskräuter, ich kann nicht ohne sie, Kräuterlinge zum Streuen, Frühlingskräuter, einen Olivenmix, einmal vegetarische Mühlenschnitzel, für meinen Mann ein Rinderfilet, dann Le Gruyère, das brauche ich für die Zwiebelsuppe, einmal Delikatesse Kochschinken für meinen Mann, gemischtes Hackfleisch für ihn, Rindergulasch für ihn, Lachs tut er sich immer salzen und das dann nicht ein paar Stunden oder einen Tag einziehen lassen und dann schneidet er sich das ganz fein aufs Brot. Ist günstiger wie dieser hauchdünn geschnittene Lachs und klappt perfekt, sagt er. Hähnchengeschnetzeltes zum Asiagemüse für ihn. Und dann habe ich noch diverse Brote mitgenommen. Einmal Toast, einmal 6 Baguettebrötchen für den Vorrat, zweimal frisches Baguette für das Frischkäsefondue, einmal 6 Brötchen, die ich alt werden lasse, für die Semmelknödel und einmal so ein Krustenbrot, einfach zum so essen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich habe aber versucht, einen schnellen Haul zu machen, weil ja, ich nicht 5 Stunden euch erzählen will, was ich eingekauft habe, obwohl ich das super gerne anschaue, Food Hauls. Jetzt verräume ich mal alles und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ihr Lieben, wir haben jetzt ganz, ganz lecker gekocht. Das ist eigentlich ein Weihnachtsessen, also was es bei unserer Familie oft gibt. Rezept von Mama und Papa, und zwar ist es ein Frischkäsefondue. Geht ganz, ganz einfach. Schnell Zwiebeln anbraten mit ein bisschen Knoblauch, dann 500 ml Gemüsebrühe dazu, selbstgemachte oder gekaufte. Dann 650 Gramm Frischkäse einrühren, 2 Esslöffel Tomatenmark, bisschen Salz, Pfeffer, bisschen Petersilie, wenn man möchte, ein bisschen Zitronensaft. Und ja, dann ist es fertig. Und jetzt ist es hier in unserem Fondue drin. Und dazu gibt es natürlich Brotwürfel zum Reindunken. Dann haben wir noch einen leckeren Salat dazu gemacht. Und leckeren Apfelsaft, Apfelschorle gibt es noch dazu. Und da die kleine Maus schläft, schauen wir jetzt Two and a Half Men weiter. Ich verabschiede mich gleich von euch, ihr Lieben. Heute mal ein bisschen ein kürzeres Video. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Bis ganz bald. Ciao.